Leute, bevor dieses hammergeile Video losgeht, werden jetzt hier erstmal noch ein paar Szenen kommen von meiner Schulter-Recovery, wie es der gegangen ist und so weiter, was ich für Übungen gemacht habe, dies, das, Ananas. Falls euch das nicht juckt und ihr einfach nur den Season-Opener sehen wollt, skippt einfach nach vorne, aber wundert euch nicht, es kommt erstmal ein bisschen Schulterzeugs. So Leute, ich war hier auf jeden Fall nochmal beim Arzt zum Checkup nach 2 Wochen wegen meiner Schulter. Und leider hat er mir dann nochmal gesagt, ich müsste nochmal 2 Wochen Pause machen. Das ist natürlich ein bisschen uncool, aber Gesundheit geht vor. Ansonsten, der Schulter geht es auf jeden Fall deutlich besser. Leute, Alter, heute ist endlich NFL Kickoff, Alter. Season Opener Easter Texans gegen Chiefs. Ich bin so todesgespannt und todesgehypt, Mann. Es ist jetzt gerade 10.36 Uhr abends und das Spiel fängt ja, glaube ich, erst um 2.20 Uhr nachts an. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen chillen, einfach vielleicht sogar ein bisschen vorschlafen und dann später zu einem Kumpel gehen und dann werde ich livestreamen, sodass wir zusammen den Season Opener gucken können, Alter. Deswegen, falls ihr in Zukunft keine Livestreams mehr verpassen wollt, ne, auf jeden Fall abonnieren und natürlich Glocke aktivieren. Gut, liebe Leute, wir sehen uns später. So Leute, falls ihr es an meinem Outfit nicht erkennen könnt, ich bin für die Chiefs. So Leute, gerade frisch geduscht, deswegen die Haare noch ein bisschen wild, Digga. Aber ich würde mal sagen, Kansas City Chiefs Drip, Alter. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, Junge. Let's go. Ganz kurz nur für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Ich bin eigentlich Washington Football Team Fan, beziehungsweise war immer Washington Redskins Fan. Jetzt Washington Football Team Fan. Und zwar das Ganze schon seit 2011 oder 2012. Aber ich sympathisiere auf jeden Fall auch mit den Chiefs. Und das hier ist ein Jersey von Eric Berry. Den Spieler finde ich sehr krank und deswegen habe ich mir das Jersey, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren irgendwie mal geholt. Von daher, ich bin kein Chiefs-Fan, erst irgendwie seit dem Super Bowl oder so. Nee, ich mag die Chiefs schon etwas länger. Also, nur damit ihr Bescheid wisst. So, Leute. Viertel nach 1, ich habe wie gesagt ein Nickerchen vorhin gemacht, also ich glaube, ich bin um 11 oder so ins Bett gegangen und dann habe ich bis 15:45 gepennt. Jetzt habe ich mir gerade einen Kaffee gemacht und dann werde ich danach, wenn ich den getrunken habe, zu meinem Kumpel Alex fahren und dann werden wir da das Spiel gönnen und gleichzeitig livestreamen, ne? Ich freue mich, Junge. So Leute, ihr könnt mich wahrscheinlich gar nicht sehen, aber es ist jetzt ungefähr 1.40 Uhr. Ich mache mich auf die Socken zu meinem Kumpel. Alter, ich bin so todesgehypt, Digga. Die NFL-Saison geht einfach heute wieder los, Junge. Ich bin unglaublich gehypt. Ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen, Alter. Let's go, Digga. Let's go. Leute, wir sind am Start, Alter. Stream ist da. Chat ist da. Ran. NFL. Alter, fokussiert der mal. Ran NFL ist da. Und... Let's go! Erstes Play. Erstes Play direkt. Ey, David Johnson direkt mal ein paar Yards geholt. Kann man machen. No front. So Leute, einmal kurz Update. Es steht 14 zu 7 für die Kansas City Chiefs. Und Livestream ist auch immer noch nach wie vor am Start. Shoutout an alle Ehrenmänner, die im Stream sind. Natürlich extra Shoutout an GGT. Wenn es alles klappt, wird morgen ein Paket von ihm ankommen. Also wird ein Pack-Opening kommen. Deswegen Leute, ich bin extrem gespannt, Alter, auf das Pack-Opening. Und ich bin weiterhin natürlich auch sehr gespannt auf das Game hier. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Streams nicht verpassen wollt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke und abonniert diesen Kanal. Hey!
wirklich. Und nehmen sie nochmal eine Timeout oder war es das jetzt? Ja, die haben gar keine Timeout mehr. Na ja, gut. Das war's wohl, ne? Leute, Alter, 34-20, ich hab auf ein 31-27 gezippt. Ja, also dann mit 21 gar nicht so weit weg. Ja, das stimmt. Boah, er droppt den Pass nochmal. Richtig geil. Richtig geil. Ja. Honey Badger. So Leute, ich sag ehrlich, ich war ja für die Chiefs, aber das Spiel war im Endeffekt doch irgendwie ziemlich langweilig. Also am Anfang war es spannend so, weil die Texans da auch direkt gescored haben, aber danach, Alter, war es irgendwie ein bisschen, also nicht langweilig, weil es war trotzdem noch Football im Endeffekt und wir haben gesehen, wie zum Beispiel der Rookie Running Back von den Chiefs sich gemacht hat und so weiter. Aber vom Spannungsfaktor her war es ziemlich mau. Schade. Leute, ihr dachtet doch jetzt nicht schon wirklich, dass das war mit dem Vlog, oder? Also ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Was mir auf jeden Fall erstmal aufgefallen ist, ist, ich habe leider viel zu wenige Szenen von dem tatsächlichen Game mit aufs Handy gemacht, also mit ins Video reingemacht. Das ist leider ein bisschen schade. Also ich wünschte, ich hätte mehr das Essen gezeigt, mehr das Game und so. Wir hatten eine fette Pizza, wir hatten Cheese Nachos, wir hatten Chicken Wings, wir hatten Cola. Also Cola, Digga, richtig wild. Wilde Kerle. Ja, nee, aber es war auf jeden Fall mega cool, Alter. Es war richtig geil. Ich freue mich extrem, dass die NFL-Saison jetzt endlich wieder am Start ist. Morgen, liebe Leute, ist NFL Sunday und ich bin am überlegen, auch für die Sundays so eine Game Day-Vlogs zu machen, aber dann halt viel mehr mit dem Game Day zu filmen. Also viel mehr von den Spielen, viel mehr vom Drumherum, viel mehr vom Essen. Einfach, keine Ahnung, auch meine Live-Reaktion und so. Aber ja, ansonsten, morgen wird ein Video kommen mit Bold Predictions zu allen NFL-Spielen der ersten Woche. Das wollt ihr auf keinen Fall verpassen. Da werden ein paar ganz wilde Aussagen dabei sein zu den Spielen und so, ja, meine Tipps sozusagen, wie das Spiel ausgehen wird und so. Also ich glaube, das wird ziemlich witzig und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, beziehungsweise falls ihr abonniert habt, aktiviert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall immer Notifications bekommt, wenn ein neues Video droppt. So Leute, NFL Season Opener war also erfolgreich. Ich hatte keine Probleme wach zu bleiben oder so, zum Glück, Digga. Konnte also das Spiel in vollen Zügen genießen. Wie gesagt, ich hätte mir es ein bisschen spannender gewünscht, aber trotzdem war es unglaublich geil, endlich mal wieder NFL Football zu gucken, Alter. Ich habe es extrem vermisst und ich bin noch mehr gehypt auf Sonntag, weil da natürlich auch endlich mein Team spielen wird, das Washington Football Team, direkt gegen die Eagles, Alter, direkt Rivalenspiel. Droppt mal gerne in die Kommentare, was euer Team ist und was ihr über den Season Opener denkt. Wie fandet ihr das Game? Gut, ich gehe jetzt nach Hause und penne, Alter, weil langsam werde ich ein bisschen müde.